Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich sehr, dass wir heute diesen Gottesdienst hier feiern. Für mich sind Kirche und Diakonie nicht nur in Verbindung, sondern die gehören zusammen. Und deshalb freue ich mich, dass der Landesbischof heute mit uns diesen Gottesdienst gestaltet. Wir sind eine diakonische Beratungsstelle und wir arbeiten mit Menschen in prekären Lebenssituationen, Menschen, die oft in der heutigen Zeit besonders Schwierigkeiten haben, Zugang zu kriegen zu dem, was möglich ist und für die es einfach immer schwieriger wird. Und liebe Frau Giesel, ich freue mich, dass wir hier diesen Gottesdienst feiern dürfen, an diesem besonderen Ort. Und ich lade Sie herzlich ein, diesen Gottesdienst jetzt miteinander zu feiern. Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus. Mit der Weihnachtsbotschaft heiße ich Sie herzlich willkommen und ich freue mich, dass wir diesen Gottesdienst hier im Wohnzimmer des Kompass miteinander feiern dürfen. Und schön, dass Sie hier sind und schön, dass Sie vor dem Fernseher da sind. Gemeinsam verbindet uns diese Freude über die Geburt Jesu. Und so feiern wir diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir beten mit Worten aus Psalm 96. Singt dem Herrn ein neues Lied, singt dem Herrn alle Welt. Singt dem Herrn und lobt seinen Namen, verkündet von Tag zu Tag sein Heil. Erzählet unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von seinen Wundern. Betet an den Herrn in heiligem Schmuck, es fürchte ihn alle Welt. Sagt unter den Heiden, der Herr ist König. Er hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt. Er richtet die Völker recht. Der Himmel freue sich und die Erde sei fröhlich, das Meer brause und was darinnen ist. Das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist. Es sollen jauchzen alle Bäume im Walde vor dem Herrn, denn er kommt zu richten das Erdreich. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit
und die Völker mit seiner Wahrheit. Barmherziger Gott, wir wollen uns freuen. Lass es Weihnachten werden, nicht nur auf dem Kalender, sondern auch in uns. Hilf uns, aus dem Vertrauen auf deine Freundlichkeit zu leben. Schenke du uns Ruhe, schenke uns Gelassenheit, schenke uns Freude an diesem Fest und sei mit uns, wenn wir jetzt deine Geburt feiern. Amen. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste. Und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war. Auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend, auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen. Und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie. Und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Thank you.
Liebe Schwestern und Brüder hier im Kompass oder am Fernsehen, wann beginnt eigentlich Weihnachten? Beim Blick auf den Kalender ist die Sache klar, am 24. Dezember ist Heiligabend und dann folgen die Weihnachtstage, Verwandtenbesuche, Geschenke, gutes Essen. Aber vielen von uns ist in diesem Jahr gar nicht so weihnachtlich zumute. Und der Blick in den Kalender macht uns ein wenig ratlos. Wie soll das gehen? Weihnachten feiern in dieser Welt. Auch in diesen Weihnachtstagen geht der Krieg in der Ukraine weiter. Und jetzt türmen sich die Sorgen über die ungewisse Zukunft höher auf, als wir es aus den vergangenen Jahren, und die waren zum Teil schon auch schon anstrengend, gelernt haben, noch höher die Sorgenmauer. Viele, auch bei uns, sind in Not und wissen nicht mehr weiter. Und gerade dieser Ort hier in Stuttgart, der Kompass, an dem wir heute gemeinsam Weihnachten feiern, stellt uns das vor Augen. Wann beginnt Weihnachten, trotz allem? Wenn also der Blick in den Kalender nicht so recht weiterhilft, vielleicht dann die Erinnerungen zurück an uns. Wie war das denn früher? Wie war das, als ich, als Sie noch Kinder waren? Solange ich persönlich mich an Weihnachten erinnern kann, mein Vater war Pfarrer wie ich und da war Weihnachten natürlich dann immer auch etwas gefüllt und es gab viel zu tun und vorzubereiten und oft manchmal auf den letzten Drücker, aber das kennt wahrscheinlich jeder und jede von uns. Doch dann waren wir im Gottesdienst und plötzlich interessierten die Vorbereitungen überhaupt nicht mehr. Jetzt war Weihnachten. Und bis heute sagen ja viele Menschen, dass der Gottesdienst der Beginn von Weihnachten ist. Und das sagen auch jene, die sonst nicht oft in den Gottesdienst gehen. Das Zusammensein in der Familie, die Geschenke, das gute Essen, all das ist wichtig und gehört zu Weihnachten. Aber am Anfang steht für ganz viele Menschen eben doch der Gottesdienst. Und auch in diesem Jahr feiern wir in unseren Kirchengemeinden ja ganz unterschiedliche Weihnachtsgottesdienste. Das Krippenspiel oder wir feiern innen oder außen die Waldweihnacht oder wir feiern mit viel Musik oder auch in ganz unterschiedlichen Räumen in altwürdigen Kirchen oder eben wie hier heute in diesem Raum, in einer Beratungsstelle der Diakonie. Bei aller Unterschiedlichkeit der Räume und der Situationen, eins gehört dazu. Das ist die Weihnachtsgeschichte und es sind die bekannten Weihnachtslieder. Am Ende der Gottesdienste und auch unseres Gottesdienstes singt man das wohl bekannteste Weihnachtslied, O du Fröhliche. Und wenn dann die Orgel spielt oder dann einfach alle Musikanten da zusammen musizieren und dieses Lied anstimmen, dann muss ich sagen, ich habe es vorhin in der Probe auch gehört, dann wird es für mich zu Weihnachten. Und Weihnachten jedes Jahr neu mit diesem Lied. Und in diesem Lied, in diesem Jahr, ist dieses Lied für mich so etwas wie die Medizin. Denn wir alle sind ja im Blick auf das, was um uns her geschieht, nicht unbedingt fröhlich. Und persönliche Sorgen kennt wahrscheinlich jeder und jede von uns. Grund dafür, Weihnachten in diesem Jahr ausfallen zu lassen, hätten wahrscheinlich viele. Aber gerade deshalb ist dieses Jubellied, O du Fröhliche, so wichtig. Die Freude, von der es singt, die soll uns packen und etwas in uns verändern. Modern gesprochen, neudeutsch, würde man sagen, O du Fröhliche ist sowas wie ein Game Changer. Aber woher kommt diese Freude? Was bewegt Menschen, sich jedes Jahr neu in dieses Kraftfeld der Freude zu begeben? Und wie kommt die Freude dann auch bei uns wirklich an? Wir haben gerade die Weihnachtsgeschichte gehört, auch wunderbar untermalt durch und verdeutlicht durch die Musik. Und sie erzählt ja, dass Jesus in einem Stall in Bethlehem geboren wird von Maria. Rein äußerlich ist das gar kein Grund zur Freude gewesen für die. Maria und Josef, die waren noch nicht verheiratet. Und wegen eines Erlasses einer Behörde mussten sie auch noch nach Bethlehem gehen.
Dort angekommen, gab's für die hochschwangere Frau und ihren Verlobten keinen Platz, lediglich einen Platz in einem Stall für Tiere, und da wird ihr Sohn Jesus geboren. Alles an dieser Geburt ist also prekär. Der Beziehungsstatus der beiden Eltern, das fehlende Geld für eine normale Unterkunft und wirklich die unwürdigen Verhältnisse in dieser Notunterkunft und dann auch noch in der Ferne, fernweg von der Familie. Doch die Weihnachtsgeschichte sagt, gerade unter diesen prekären Umständen, gerade dort geschieht etwas, was die Welt verändert. Als Hirten in dieser Nacht wenige Kilometer entfernt ihre Schafe hüten, da verwandelt sich plötzlich der Himmel und sie sehen und sie hören Engel. Die Bibel berichtet ja immer wieder von Engeln, sie sind Boten Gottes, sie haben eine Botschaft für uns Menschen. Und der Schriftsteller Christian Lehnert schreibt, Engel seien wie Energiefelder, wie eine plötzliche Verdichtung von Erfahrung, ja, wie ein Geistesblitz, der plötzlich einbricht in deine Realität. Die Hirten sehen und hören einer der Engel die Worte rufen, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus. Der Engel sagt es den Hirten und damit uns allen und er sagt es der ganzen Welt. Siehe, ich verkündige euch große Freude. Und diese Freude, die ist ansteckend. Und diese Freude, das kennen wir, wenn man sich miteinander freut, die verwandelt uns. Sie dringt in unseren Alltag ein wie der Duft des Weihnachtsbaums. Diese Freude ist nicht blind für die Wirklichkeit. Es ist keine blinde Freude, die das verdrängt. Nein, es ist eine ansteckende Freude. Und die Bibel beschreibt in vielen Bildern, wie sich etwas Neues im Alltag plötzlich Bahn bricht und es so verändert. Jesus spricht von dem winzigen Senfkorn, das zur riesigen Staude wird. Er erzählt von dem Sauerteig, der plötzlich aufgeht. Er erzählt vom Salz, wo wenig den ganzen Teig durchsalzt. Und diese Weihnachtsfreude, die breitet sich also aus wie ein Licht in einem dunklen Zimmer. Und diese ansteckende Freude verwandelt mich, sie verwandelt uns nach und nach, uns alle. Diese Sauerteig- und diese Senfkornfreude finde ich auch in dieser Weihnachtsgeschichte. Am Anfang ist da ja nur die angekündigte Freude nachts auf dem Feld bei den Hirten. Am Schluss der Weihnachtsgeschichte, und das finde ich für mich immer wieder an Weihnachten immer wieder neu beeindruckend, am Schluss der Weihnachtsgeschichte kehren die Hirten wieder zurück zu ihren Herden. Sie kehren zurück in die Nacht, aus der sie kamen. Sie kehren zurück an ihre gefährliche Arbeit. Hirte war eine gefährliche Arbeit. Das Fest ist vorbei, der Himmel ist erloschen, die Erde hat sie wieder und es ist dieselbe dunkle Erde wie zuvor. Doch die Weihnachtsgeschichte, die hält fest, sie aber, das heißt es, sie aber priesen und lobten Gott. Ganz so, wie es zuvor die Engel taten. Aber warum eigentlich preisen sie Gott? An ihren Lebensbedingungen hat sich ja offensichtlich nichts geändert. Sie preisen Gott, weil sie nun erkannt hatten, Gott ist bei uns. Und das gilt für jeden und jede von uns. Seit dieser Nacht in Bethlehem gehen wir also keinen Weg mehr allein. Mit Jesus haben wir also einen stillen, aufmerksamen Begleiter, der uns ganz und gar zugewandt ist. Und darum feiern wir diese Nacht und ihre Geschichte, denn seit sie sich begab und weil sie sich begibt, bis heute begibt, haben wir Teil an dieser Begegnung und dieser Bewegung von unten nach oben. Aus der Tiefe und ihren Fragen eine Bewegung dorthin, wo der Schmerz, das Leid und der Tod am Ende sind. Und deshalb gilt gerade hier und heute, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude. Amen. Oh.
Wir beten. Barmherziger Gott, wir sehen den Stall und sehen die Menschen, die sich in unserer Stadt und überall auf der Welt durchschlagen müssen. Wir bitten dich, vergiss sie nicht, wie auch wir sie nicht vergessen wollen. Bei Gott in tiefster Nacht erschienen, kann unsere Nacht nicht traurig sein. Wir sehen die Krippe und sehen die Kinder, die nicht willkommen sind, die keinen Ort haben, an dem sie Geborgenheit finden. Wir bitten dich, vergiss sie nicht, wie auch wir sie nicht vergessen wollen. Bei Gott in tiefster Nacht erschienen, kann unsere Nacht nicht traurig sein. Wir sehen Maria und Josef und sehen die Paare, die ihre Liebe nicht über die Zeit helfen können, die sich körperlich und seelisch wehtun und doch keinen Weg finden, nicht aufeinander zu, nicht voneinander weg. Wir bitten dich, vergiss sie nicht, wie auch wir sie nicht vergessen wollen. Weil Gott in tiefster Nacht erschienen, kann unsere Nacht nicht traurig sein. Wir sehen die Hirten und sehen die Menschen, deren Sehnsucht nach Frieden immer wieder enttäuscht wird, deren Schrecken über die Gewalt in dieser Welt groß ist, die sich nichts mehr zutrauen. Wir bitten dich, vergiss sie nicht, wie auch wir sie nicht vergessen wollen. Bei Gott in tiefster Nacht erschienen, kann unsere Nacht nicht traurig sein. Wir sehen Ochs und Esel und sehen unsere Orientierungslosigkeit, unsere Anfechtung, unsere Sorgen vor der Zukunft. Mit allem, was uns bewegt, beten wir das Gebet, das du uns geschenkt hast. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und in diese Freude der Weihnachtszeit gehen wir mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Amen.